Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf der Exporeal am Messetag 3 im TV-Studio von Immobilienmanager Verlag und ZIA Zentraler Immobilienausschuss. Heute bei mir zu Gast ist Christoph Schmidt, der neue Country Manager von RICS. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Sie sind seit August in diesem Amt. Sie waren vorher auch schon beim RICS tätig. Wie fühlt man sich in Deutschland, also in einer Republik, als Vertreter einer königlichen Institution? Richtig gut, muss ich sagen. Ich sehe es als eine Ehre an. Die RICS blickt auf eine lange Geschichte zurück. Und ich sehe mich in der Tradition mit vielen Deutschen, die im Dienste der englischen Krone bereits gearbeitet haben. Und sehr große Herausforderungen hier am Markt. Und ich denke, dass wir noch viel erreichen können hier in Deutschland. Grundsätzlich werde ich mich natürlich um die Belange unserer Mitglieder kümmern. Ja. Wir haben mittlerweile 1.100 Mitglieder in Deutschland. Darüber hinaus natürlich die zusätzliche Mitgliedergewinnung und die Etablierung unserer Standards. Ja, Standards ist ein gutes Stichwort. Also der Markenkern von RICS oder die beiden Markenkerne sind Ausbildung und Standards. Ja. Nun ist das Institut ja, wie man am Namen schon hört, britischen Ursprungs. Der britische Markt gilt als wesentlich professioneller, auch in der Historie auf jeden Fall professioneller als der deutsche. Standards fehlen, sind unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Das Bewertungsthema ist in der Vergangenheit relativ hitzig diskutiert worden. Wie gehen Sie damit um? Das ist interessant mit dem Bewertungsthema. Das habe ich die ganze Zeit, seitdem ich bei der RICS bin, oder in der letzten Zeit, muss ich sagen, nicht mehr so stark wahrgenommen, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Es wurde sehr hitzig diskutiert, aber grundsätzlich liegt da dieser ganzen Thematik ein philosophischer Ansatz zugrunde. Wir haben in Europa das europäische, kontinentaleuropäische, deutsche System der Bewertung und den dazu im Gegensatz stehende System oder Systemansatz des angelsächsischen internationalen Verfahrens. Grundsätzlich weiß jeder Bewerter, dass unterm Strich, egal welches System er anwendet, der gleiche Wert rauskommen muss, schlussendlich. Außerdem muss man ja dazu sagen, dass das Red Book, ja, worauf viel fußt bei der RICS, ja, im Gegensatz zum Beispiel zum normierten Verfahren der Immowert V, keine normierten Verfahren fest vorschreibt zur Wertermittlung. Ja. Welche anderen wichtigen Unterschiede sehen Sie noch zwischen den Märkten? Einen ganz wichtigen Unterschied sehe ich noch beim Punkt Transparenz. Deutschland ist ein relativ intransparenter Markt. Ja. Es gibt natürlich Transparenzunterscheidungen. Wir sind nicht vergleichbar mit den Emerging Countries, die natürlich eine ungleich höhere Intransparenz aufweisen. Aber die Verfügbarkeit der Daten, die ja grundsätzlich vorhanden sind irgendwo, lässt zu wünschen übrig. Hier ist Großbritannien viel weiter oder gar die USA, ja, wo Transparenz überhaupt gar kein Thema mehr darstellt, ja, wo Sie in der Zeitung lesen können, welcher Investor mit welchem Mieter einen Mietvertrag abgeschlossen hat, über welche Laufzeit, welche Incentives gewährt worden sind. Dieser Detailgrad, die ist in Deutschland nicht vorhanden. Und das führt schlussendlich dazu, dass wir immer wieder um die Qualität bangen müssen, unserer Gutachten und unserer Markterfassung. Ja. Generell wäre es ja doch wünschenswert, wenn es europäische Standards oder Weltstandards gäbe. Ja. Man hat ja auch gesehen beim Thema Solvency II, dass es sich bitter rächen kann, wenn man keine ausreichend dichte Datenkette vorlegen kann. Wie klappt die Zusammenarbeit mit den europäischen Verbänden? Die RICS ist sehr aktiv mit europäischen Verbänden, generell internationalen Verbänden organisiert. Wir sind selber Mitglied beim CIA, zudem unterhalten wir zahlreiche Kooperationen mit Verbänden in Deutschland, aber auch Verbänden auf europäischer und internationaler Ebene. Viele unserer Mitglieder, die ja in führenden Positionen innerhalb der Wirtschaft oft tätig sind, sind zudem auch oft gleichzeitig Mitglied in anderen Berufsverbänden und Berufsorganisationen der Bau- und Immobilienwirtschaft. Und wir wünschen uns innerhalb der RICS einen regen Austausch mit diesen anderen Verbänden auf europäischer Ebene, als auf internationaler Ebene und natürlich auch auf nationaler deutscher Ebene. Wir hatten eben das Thema Transparenz, ein Bereich, der oft sehr intransparent wirkt, ist das Spiel der Politik. Also welche Forderungen, welche Faktenlagen sich dann in welcher Art von Politik umsetzen. Wie kann man denn auf Politik als RICS Einfluss nehmen und welche Resultate hat es? Gut, eine sehr gute Frage. Die RICS ist mitgliedertechnisch gesehen oder gemessen an der Anzahl ihrer Mitglieder in Deutschland ein relativ kleiner Verband. Ja. Allerdings, wie ich das auch schon sagte, sind viele unserer Mitglieder in gehobenen Positionen innerhalb der Immobilienwirtschaft tätig und zudem verfügen sie über
oft sehr weitreichende internationale Netzwerke. Sie können also Trends frühzeitig erkennen, bevor diese überhaupt hier in Deutschland am Markt wahrgenommen werden. Gerade das Thema Emerging Markets, die immer interessanter werden, auch für die RLCS, auch für die Standardetablierung immer wichtiger werden, wird in Deutschland oft noch gar nicht mal richtig erfasst, so wie das eigentlich sein müsste. Oder gewürdigt. Natürlich sind Punkte wie China wird genannt, Indien wird genannt, Brasilien wird genannt. Aber hier ist die RLCS oft schon viel weiter und natürlich auch nachgelagert das ganze Netzwerk, repräsentiert durch ihre knapp 140.000 Mitglieder weltweit in 146 Ländern, besteht natürlich die Möglichkeit, hier Trends frühzeitig zu erkennen und natürlich auch Einfluss zu nehmen auf politische Prozesse, gerade wenn es um internationale Abkommen geht, beziehungsweise Absprachen und Normierungen oder multinationale Gesetzesansätze, vielleicht zum Beispiel auf dem Bereich der EU. Da ist die RLCS heute schon sehr, sehr aktiv. Wir sind im anerkannten Lobbyistenregister der Europäischen Union eingetragen. Und ich denke, das funktioniert sehr gut. Außerdem, darüber hinaus, sind wir auch beim immobilienwirtschaftlichen Dialog mit dabei, im Bundesbauministerium. Und ich stelle hier in den letzten Jahren und immer auch im Austausch mit vielen unserer Mitglieder, die dort rege tätig sind, immer wieder fest, dass die RLCS doch hier ein stärkeres Gehör bekommt. Immer mehr, weil eben auch die Immobilienwirtschaft, die ja grundsätzlich der auf Natur ihrer Sache eher sehr lokal verhaftet ist, eher auch dem globalen Trend folgt, wie das andere Wirtschaftszweige schon längst tun. Man hat ja in der Vergangenheit oft das Gefühl gehabt, die deutschen Verbände sind schon ein sehr vielstimmiger Chor, der in viele verschiedene Richtungen auch singt und läuft. Hat sich das gebessert? Das hat sich definitiv gebessert. Ich hatte ja vorhin im Eingang schon erklärt, wir finden die Initiative der CIA sehr gut, deswegen haben wir uns der CIA angeschlossen und viele unserer Mitglieder sind gleichzeitig in zahlreichen anderen Verbänden tätig, ja, ob das der IVD oder die JUZERT ist. Und wir schätzen das. Wir möchten, dass Informationen fluktuieren. Wir möchten den regen Austausch. Wir wünschen uns das und ich denke, es hat sich sehr gebessert und es hat sich auch mit den Jahren gebessert mit der zunehmenden Professionalisierung des Marktes und seiner Akteure. Die Sichtweise ist heute mit Sicherheit eine ganz andere, als sie vor 10 oder 15 Jahren gewesen ist. Herr Schmidt, vielen Dank. Ja. Eine schöne Restmesse, muss man ja fast sagen, heute am letzten Tag. Welche Erwartungen haben Sie heute noch an diesem Tag? Auch ich werde später noch einige Meetings haben mit einigen interessanten Firmen, mit denen wir in Kontakt stehen, wo viele unserer Mitglieder tätig sind. Und außerdem haben wir heute auch noch unseren Beratungsvormittag für Interessenten, die sich für eine Mitgliedschaft in der RLCS, eine Zertifizierung interessieren. Und dann werde ich den Tag langsam ausklingen lassen und morgen dann vielleicht etwas später sogar ins Büro gehen. Das Allerbeste, erstmal eine schöne Restmesse. Tschüss. Ja, danke. Vielen Dank. Okay.